Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge und dieses Mal haben wir, wie unschwer zu erkennen ist, ein Bockkäfer vor uns. Und zwar handelt es sich hierbei um Batocera magica. Das hier ist ein Männchen, wie man an den sehr, sehr langen Fühlern sehen kann, ja, die über den Körper hinausragen. Bei den Weibchen werden die nicht so lang. Das Männchen hier hat 45 mm Körperlänge und jeder Fühler hat dann nochmal 80 mm, heißt 160 mm Fühlerspannweite quasi. In der Natur halten Bockkäfer für gewöhnlich die Fühler nach vorne. Sie wollen damit ja fühlen und sie wollen wissen, wo sie hingehen, halten die Fühler nach vorne. Wir wollen aber Platz sparen und nicht 15 cm hier verschwenden und drehen die Fühler halt ein, machen die nach hinten vielleicht so ein bisschen gewölbt, dass sie so platzsparend wie möglich sind. Diese Art wurde 1859 von Thomson beschrieben, wurde teilweise auch als Unterart von Batocera robus geführt. Das ist eine sehr ähnliche Art, die hat eben auf dem Pronotum jeweils einen roten Fleck pro Seite und ansonsten Elytren alles identisch, auch dieser weiße Streifen auf der lateralen Seite und dann gibt es noch Batocera thomsoni, auch sehr ähnlich, aber noch ähnlicher zu Batocera robus. Batocera thomsoni, die hat nämlich wie Batocera robus ebenfalls diese zwei roten Flecken auf dem Pronotum und einfach nur ein paar weniger weiße Flecken auf den Elytren. Alle drei Arten sind relativ weit über Südostasien verbreitet. Dieses Exemplar hier stammt jetzt von Mindanao, Philippinen. Ich weiß nicht. So rein vom Äußerlichen würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass es unterschiedliche Arten sind, wenn mal hier oder da ein Fleck fehlt. Allerdings kommen diese Arten auch innerhalb des gleichen Verbreitungsgebietes vor und paaren sich nicht untereinander. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass es verschiedene Arten sind. Bockkäfer haben wir jetzt schon ein paar präpariert im Laufe der letzten Serienstaffeln. Der erste für diese Serie, beziehungsweise für diese Staffel. Wir gucken mal, wie das Ergebnis wird. Ich werde die Beine natürlich hier relativ nah an den Körper holen und die Fühler so platzsparend wie möglich irgendwie drapieren. Aber trotzdem irgendwie zuschauen, dass es natürlich noch ansehnlich ist. So, bevor ich jetzt anfange weiterzumachen, das wollte ich euch noch zeigen. Der Käfer ist jetzt ziemlich weich, sodass ich auch Kopf und Pronotum gut bewegen kann. Und wenn man das Pronotum schnell bewegt, dann hört man genau diesen Zirp-Sound, den viele Bockkäfer, manche Nashornkäfer auch von sich geben. Ich versuche das mal gerade. Ich weiß nicht, ob man es gut durch das Kameramikro hört, aber ich versuche mal gerade. Ja, das benutzen die gerne als Abwehrmechanismus quasi. So stridulieren die. Der war ziemlich, ziemlich hart, der Käfer, weil es gerade ein ziemlicher Kampf, die Nadel da durchzukriegen. Aber der Rest sollte ohne Probleme verlaufen, würde ich sagen.
Ja. Der Käfer hat jetzt einen Tag an der Heizung getrocknet und ist bereit zum Abnadeln. Das machen wir jetzt mal flott. Wie ihr seht, habe ich die Fühler relativ gut verstauen können, dass sie nicht über die Länge des Käfers rausragen und somit eben platzsparender und bruchsicherer präpariert ist. Das ist auch nicht der einzige Bockkäfer, der in dieser Staffel kommen wird. Ich versuche das wieder einigermaßen abwechslungsreich zu gestalten, dass nicht nur Hirschkäfer kommen. Werden größtenteils natürlich wieder Hirschkäfer, ist eben eine Spezialisierung. Aber es sind auch wieder hier und da ein paar andere Gruppen dabei. Ja, bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Hier ist die Seitenansicht mal. So. Bei Batocera finde ich auch immer die Gesichter super cool mit diesen riesigen Augen. Mit guten Makrokameras sieht man da auch jede einzelne Linse quasi. Ja, bin zufrieden damit. Gut, dann. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss.